Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Der vorgelegte Antrag der Grünen stellt aus unserer Sicht richtige Forderungen zum Wohnungsbau an den Senat. Er geht aber ein bisschen am Kern des Problems vorbei. Der eigentliche Skandal ist doch die Weigerung dieses Senats, die Unterbringung von Geflüchteten als wohnungspolitische Aufgabe gemeinsam anzugehen. Vor einer Willkommensarchitektur steht Willkommenspolitik. Vor cleverem Wohnungsbau steht eine Wohnungspolitik für alle. Geflüchtete sind Menschen und Wohnen als Grundrecht ist unteilbar. Sie haben die gleichen Wohnbedürfnisse wie alle anderen. Einige brauchen große Wohnungen, manche barrierefreie. Alle brauchen sie Privatsphäre und einen sicheren Rückzugsraum. Nichts davon haben sie in den derzeitigen Notunterkünften, in denen viele schon seit Monaten ausharren müssen, obwohl sie nur für eine kurze Zeit als Alternative zur Obdachlosigkeit überhaupt zumutbar waren. Der Antrag enthält, wie gesagt, unterstützenswerte Forderungen. Eine der wichtigsten geht am Schluss fast unter, deshalb will ich sie hier noch einmal betonen. Geflüchtete sollen bei der Gestaltung der Häuser und der Quartiere mittun. Projekte wie Self-Made City und Selbstbauinitiativen weisen in die richtige Richtung. Auch die Forderung, die Schaffung von Wohnraum mit Arbeit, Ausbildung und Zukunftschancen zu verbinden, wird von uns geteilt. Das steht auch in unserem flüchtlingspolitischen Konzept von 2014. Der Kern der Kritik am sogenannten Amtsentwurf der modularen Unterkünfte für Flüchtlinge ist, dass es dort eben keine Wohnungen geben wird und dass isolierte Einrichtungen entstehen werden. Die Gebäude werden Aufenthaltsräume ohne Fenster haben, weil die ursprünglich als Punktbauten konzipierten Bauteile gereiht werden, um größere Standorte zu schaffen. Als Mindestflächengröße für die Standorte sind 4.500 Quadratmeter vorgegeben, was dezentrale Einrichtungen, kleinteilige Entwicklungen und gesellschaftliche Integration erschwert oder sogar verhindert. Diese Strategie des Senats kritisieren wir scharf und fordern eine Umkehr. Und da es ja in letzter Zeit mit den Zahlen hin und her ging, wenn wir für den Bau von Gemeinschaftsunterkünften und nichts anderes hat Senator Chaya bisher bestellt, auch wenn er jetzt anderes fordert, so viel Geld in die Hand nehmen, wenn es teurer wird, viel teurer als ursprünglich kalkuliert und auch deutlich länger dauert, dann sollten wir für dieses Geld lieber Wohnungen bauen. Das war unsere Position von Anfang an und es ist zu hoffen, dass der Senat im Lichte dieser Erkenntnis Korrekturen vornimmt. Um es noch einmal zu verdeutlichen, es geht um eine andere Politik zur Schaffung von Wohnraum für alle, auch für Geflüchtete. Das ist keine vorrangig technische Frage. Flüchtlinge sollen vorrangig in Wohnungen wohnen. Wir wollen deshalb im Rahmen der Wohnungsbauförderung gezielt integrative Wohnprojekte fördern. Derzeit entstehen generell zu wenig geförderte Wohnungen und die Mieten dort sind zu hoch. Geflüchtete und andere Wohnungssuche werden in den allermeisten Fällen mit Wohnberechtigungsschein einziehen und die Miete muss deshalb an den Kosten der Unterkunft orientiert sein. Zusätzliche bezahlbare Wohnungen brauchen wir schnell und nicht erst in 9 oder 10 Jahren. Es müssen also preiswerte Wohnungen entstehen, die schnell errichtet bzw. hergerichtet werden können, zu geringen Kosten, aber dennoch eine gute Wohnqualität aufweisen. Und da sind wir wieder bei diesem Amtsentwurf. Denkbar wäre, auf kleineren Standorten Punkthäuser und nicht Reihen zu bauen, jeweils ein Modul auszulassen, wodurch es zusätzliche Räume mit Tageslicht und auch Freiflächen gäbe. Das wäre möglich, wenn andere Potenziale wie der Leerstand vom Gebäude, Stichwort Haus von der Statistik, endlich genutzt würden. Unser Vorschlag, der amtliche Zweckentfremdungsmelder, den es ja jetzt auf der Internetseite des Senats gibt, und der unabhängige Leerstandsmelder sollen im Rahmen eines Leerstandsmonitoring regelmäßig und gezielt ausgewertet werden, um für Wohnzwecke geeignete Gebäude zu identifizieren und deren Nutzung zu initiieren. Die bisherige Doktrin des Senats, getrieben von den Anforderungen des LAGESO, so große Unterkünfte wie möglich zu bauen, fördert Abschottung, Desintegration und Stigmatisierung. Diese Doktrin müssen wir aufbrechen. Gebraucht werden, und da sind wir uns ganz einig mit den Grünen, kleinteilige, integrative Wohnprojekte für unterschiedlichste soziale Gruppen mit ansprechender Architektur.
Durch den Umbau von Bestandsbauten kann mit deutlich geringerem Investitionsaufwand zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Und deshalb sollen auch Dachaufbauten, Dachausbauten sowie die Umnutzung von Nichtwohngebäuden zu Wohnzwecken verstärkt gefördert werden. Da reicht der Ansatz im derzeitigen Wohnraumförderfonds mitnichten aus. Jede Initiative, jedes Projekt, das dem Schutz und der Schaffung von preiswerten Wohnungen dient, nutzt der Stadt insgesamt und damit auch den Geflüchteten. Und hier muss der Senat endlich handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lomsch.